Servus zu einer neuen Folge der Inside World Spirit Shots. Heute dreht sich alles um den Korn bzw. den Kornbrand. Zur heutigen Folge möchte ich recht herzlich begrüßen Susanne und Josef Rosche, die die gleichnamige Brennerei in Haselüne betreiben. Gleich einmal die Gretchenfrage an euch. Was war zuerst, das deutsche Bier oder der deutsche Korn? Also da man aus einem Bier auch einen Korn machen kann, aber nicht umgekehrt, würde ich sagen, war das Bier voran und in Haselüne ganz speziell. Wir haben einen Hopfenmarkt hier in der Stadt und das zeugt davon, dass diese alte Stadt seit 750 Jahren mit Stadtrechten bestätigten Stadtrechten ausgestattet, eben immer schon dem guten Getränken zugewandt war, in den letzten 250 Jahren allerdings eher dem Korn. Das freut mich, dass es die Entwicklung so war. Weil immerhin können die zwei Produkte zusammen. Da gibt es ja auch so ein Herrengedeck, oder? Oder auch Damengedeck. Also wir kennen das in Emsland eigentlich so, dass man den Rosche immer pur trinkt und das dann mit Bier oder mit Cola oder so keinesfalls verklappt. Es gibt ja Bräuche, wo Getränke dann erst verklappt sozusagen schmecken. Das gibt es hier bei uns selten. Ich will nicht behaupten, dass eine Cola nicht auch besser schmecken würde, wenn da eine Rosche drin ist. Aber Kern der Botschaft ist, dass unsere Produkte hier also im puren Zustand zimmerwarm, aber auch das schreiben wir niemandem vor, getrunken einen sehr schönen Effekt haben. Und das trägt auch wahrscheinlich zur regionalen Entwicklung bei. Ich will das nicht überhöhen, aber das Emsland war früher im Ranking der Armutsregionen Deutschlands noch hinter dem Bayerischen Wald. Also wirklich zu Nachkriegszeiten eine der ärmsten Regionen hier überhaupt. Und das hat sich inzwischen so verändert, dass, wenn man mal den Effekt von VW und Continental vielleicht in Hannover und Wolfsburg rausnimmt, das ist Emsland und Südoldenburg. Und das sind gerade die Regionen, wo wir vertreten sind, dass die doch einen enormen wirtschaftlichen Schub gemacht haben und an vielen Regionen bereits vorbei sind. Josef, so groß wie du bist, so groß ist offensichtlich dein Selbstvertrauen. Aber im Grunde genommen hat der Korn dieselbe Entwicklung gemacht wie bei uns in Österreich, der Schnaps. Früher ist er kalt, fehlerhaft getrunken worden. Inzwischen ist der Schnaps bei uns genauso so wie bei euch ein hochentwickeltes Kultgetränk. Nur gehen wir jetzt einmal von der Produktion her, dem Korn, auf den Grund. Das Grundmaterial, was ist das vom Korn? Wir setzen hier seit über 30 Jahren früher mal Roggen, danach aber eigentlich nur noch Weizen ein, weil einfach das Weizendestillat einen deutlich milderen Duft und Geschmack entwickelt. Dazu habe ich ja hier unsere Brennergläser. Das ist das Schöne beim Brennen. Wenn man brennt oder selber brennt, dann trinkt man es auch selber. Und in diesem Sinne erstmal einen Prosit nach Israel. Prost, was trinkst du da gerade? Was trinkt Josef gerade? Er trinkt gerade unser Hauptprodukt, das Produkt, für das wir vor allem bekannt sind. Das ist der 32-prozentige Weizenkorn aus Weizen von unseren eigenen Feldern in unserer eigenen kupfernen Brennanlage gebrannt, nach alten traditionellen Rezepten. Also Lüner Korn, geschützte geografische Bezeichnung in Europa. Das haben wir auch hier hinten auf der Flasche drauf stehen. Das ist also was, was es nicht alle Tage gibt und schon gar nicht so, wie wir es machen. Darf eigentlich Korn bei uns in Österreich auch gebrannt werden im deutschsprachigen Raum? Im deutschsprachigen Raum, in Österreich auch und in Belgien auch. Aber soweit ich das jetzt weiß, aus den letzten paar Jahren wird es in Belgien, in der deutschsprachigen Region, nicht mehr gemacht. Und ob in Österreich auch, da weißt du besser Bescheid als ich. Jedenfalls die Ecke Nordwestdeutschland, speziell der Bereich westliches Niedersachsen, ist schon eine Hochburg, was den Korngenuss anbelangt. Und da sitzen wir in Haselüne mittendrin und tun unser Bestes. Baust du dein Getreide selbst an, das du verwendest? Ich bin landwirtschaftlicher Betrieb. Früher nannte man das, man hatte ein landwirtschaftliches Kornbrennrecht. Daneben gab es noch gewerbliche Kornbrennrechte oder Kartoffelbrennereien eben auch. Landwirtschaftliche Betriebe, die dann sich zum Teil zusammengeschlossen hatten oder als Einzelbetriebe wirtschafteten. Und in unserem Fall war es eben so, dass hier am Ort an der alten Stadt Haselünne eben drei produzierende Brennereien waren. Aber wir waren immer die landwirtschaftliche. Und das hat uns in vielen Dingen auch geprägt. Nicht nur, dass wir eben selber das Korn anbauen, sondern dass wir damals eben auch eigenen Viehstall hatten mit 200 Bullen. Also wie es geht, einen Bullen am Strick auf eine Waage zu ziehen.
um sich da wiegen zu lassen, um die Tageszunahme zu ermitteln oder das Füttern von Mais in einem Altgebäude für Menschen, die da ein bisschen Verständnis aus eigener Erfahrung haben. Das sind schon sehr spezielle Situationen. Und das hat uns auch geprägt, bis hin, dass diese Flaschen, die wir hier im Umlauf haben, eben befandete Mehrwegflaschen sind. Und sowas macht man nur, wenn man irgendwie ein gewisses Grundverständnis zur Natur hat. Wenn man die richtigen Wurzeln und das richtige authentische Verständnis dafür hat, für seinen Beruf und für seine Heimat, würde ich das so beschreiben. Du hast jetzt einen 32-prozentigen Rosche getrunken oder verkostet. Das ist ja praktisch der Korn. Dann gibt es ja den Doppelkorn bzw. den Kornbrand, der mindestens, glaube ich, 37,5% haben muss, oder? Den hast du ja, glaube ich, auch vor dir stehen. Ja, zur besseren Aufschließung, da würde ich mal eben bitten, mir die Grafik da vorne eben anzureichen. Wir haben hier eine Brennanlage, die über 36 Stunden läuft. Und diese 36 Stunden, wie in anderen Brennereien auch, die sind eben gefüllt mit unterschiedlichen guten und bösen Geistern, die während der Zeit praktisch zwischen 7 Uhr und dem anderen Nachmittagabend ablaufen. Und da ist es in unserem Fall eben so, dass wir fast den gesamten Vormittagsbereich Abfall produzieren. Vorlauf, der Begriff ist ja bekannt. Ja. Head and Tail im Whisky-Bereich. Der Vorlauf wird nicht genommen. Etwa gegen 3 Uhr nachmittags fangen wir an, abzuschmecken. Wird er gut? Wie gut ist er? Nehmen wir ihn schon? Ist er schon mild oder nicht? Und dann geht's in die Nacht hinein. Und das, was wir, und wir verwenden das Wort mit dem Doppel am Anfang überhaupt nicht, sondern wir sprechen hier von Edelkorn, sage ich gleich noch was zu. Ja. Das ist das, was eine spezielle Fraktion, die Mitte, das Herzstück unserer Destillation ist. Das verkaufen wir seit über 110 Jahren in dieser Art und Weise unter der Flagge Rosche Uralter. Ja. Der ist auch mehr als ein halbes Jahr in Edelstahlfässern gelagert. Das muss er ja haben, damit er Alter heißen kann. Aber das, was ihn auszeichnet, ist eben, dass er aus dem mittleren Bereich dieser Destillation kommt. Und für den Laien gesagt, du bist es ja nicht. Es ist eben nicht Schnaps gleich Schnaps. Es ist nicht Korn gleich Korn. Sondern es sind eben unterschiedliche Düfte und Geschmäcker, die man sehr schön natürlich am besten in dieser Art. Ja, aber was über die Zunge laufen lassen kann. Und dann weiß man auch sehr bald, ob man sagt, es ist noch nicht so weit oder hier am Ende, es ist schon jetzt kritisch, nehme ich es noch oder nicht. Und all das passiert, deshalb haben wir uns vor die Messewand hier gesetzt, eben bei uns im Haus und nicht irgendwo anders, sondern wir machen alles selbst, wo Rosche draufsteht. Bei Kornspezialitäten ist Rosche auch drin. Ja, die Sensorik ist noch immer teilweise besser als die Technik, aber beides zusammen funktioniert eben so, dass man wirklich Top-Qualität produzieren kann.